Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 3. Am Start haben wir unseren Vander McNeil. Ja. So, wir haben da jetzt noch ein paar Mods mit drinne. What the fuck? Ein paar Empfehlungen von Vander. Ich suche sie gerade. Und zwar hier, diese Haley Thruster. Geil. Vander meinte, die sind richtig geil. Mal gucken. Ich kenn's noch nicht. Vander, wenn du hier schon am Flexen und Schweißen bist und so, kannst du da die Ecke hier noch mit angleichen? Weil bei dem Taxi ist ja die eine Ecke kürzer als die andere. Ich muss gerade mal gucken. Irgendwie funktioniert hier mein Grinder nicht richtig. Jetzt ein Feature. Du bist du gelb, Alter. Du sollst nicht gelb sein. So, machen wir erstmal Licht an und das an. Alter. Oh, jetzt habe ich Lag. Echt? Was kommt jetzt? Wie, du hast Lag. Ein Bild? Was? Funktioniert nichts mehr? Was geht hier ab? Ha? Immer noch? Ja, jetzt nicht mehr. Und jetzt? Jetzt wieder. Okay, das heißt, man darf das Licht nie anmachen. Jetzt wieder? Okay, diesmal ist auch das Licht aus. Dann machst du irgendwas anderes. Ich flieg gerade mit Petra und schweiß die Pipeline zu Ende. Vielleicht ist es auch das. Denkst du, dass es an der Petra liegt? Nee, generell, dass du durch die Gegend fliegst, meine ich. Das ging doch vorher auch. Haben die da jetzt mit den Updates noch ein paar Feature mit eingebracht, hä? Ich finde ja geil, dass Keen Software House da Patches reinbringt, aber die sollten vielleicht die Feature lassen. Oder was meinst du? Okay, ich glaube, ich muss nochmal rejoinen. Echt? Weil, ich habe die ganze Zeit eine verbesserte Flex im Inventar, aber ich kann nur die normale auswählen. Vielleicht weil du vorher die verbesserte drinne hattest. Boah, du siehst hier kaum noch was durch die Scheinwerfer an der Petra. Da. Ja, die sind ein bisschen grell. Ja, irgendwas haben die da verändert. Okay, jetzt habe ich wieder Standbild. Ich rejoin nochmal. Vorausgesetzt, das kriege ich hin. Oh, meine, ohne, oh, oh, leck. Schwein gehabt. Ey, cool, ich habe jetzt mein Schweißgerät in der Hand, obwohl ich im Schiff sitze. Das ist auch ein geiles Feature. Kann ich da jetzt mitschweißen? Da haben wir ja quasi an der Petra dann vier Schweißer. Ja, es sieht ulkig aus. Mal gucken. Viel dürfte ja jetzt hier an der Pipeline nicht mehr fehlen, an Wegstrecke. Aber es leckt ab und zu. Jetzt besonders. Jetzt geht's wieder. Mal gucken. Du bist am Join, oder? Ja. Könnte vielleicht daran liegen. Möglich. Denn das Ganze läuft ja jetzt noch momentan über einen PC von mir.
werden das dann bald wieder über den Server laufen lassen. Mal gucken, ob es dann aufhört mit Lecken. Dämlich ist, dass halt jetzt gerade Nacht ist. Ich würde gerne mal sehen, wie weit es noch ist. Oh, nicht so schnell. So. Mal gucken, ob ich jetzt mit Materialien hinkomme, weil letztens musste ich ja echt alle vor zu lang aufhören mit Schweißen, weil es an Materialien gemangelt hat. In der Petra. Und die Montageanlage ist nicht ganz hinterhergekommen mit Herstellung. Da hatte der Roro jetzt mal ein paar Verbesserungen an der Montageanlage noch schnell gemacht gehabt, aber hab ich leider nicht mit auf Band. Auf jeden Fall ist die Montageanlage jetzt komplett auf Schnelligkeit getrimmt. Ich wäre wieder da. Mal sehen, wie es jetzt funktioniert. Boah, ich habe ja gerade aber auch massiv Lag. War es schon blöd, ne? So. Okay, es mangelt an Herstellern. Oh, ich hoffe, es wird bald wieder hell. Du siehst hier nichts. Mit Scheinwerfern und ohne. Was egal, was du gerade machst. Pass nur auf, dass du keine Bruchlandung hinlegst. Ich sehe schon mal die Base jetzt. Da unten blinkt auf der Base, das ist gut. Das hat der Roro eingestellt. Boah, das ist ja auch nicht sehr schwer. Ja, aber es ist nie verkehrt gewesen. Ja, es ist schon nützlich. Also gerade jetzt merkst du wirklich, dass das großen Nutzen hat. Die Flex, die ich hier habe, die ist offensichtlich verbuggt. Die werde ich jetzt zerlegen. Oh, das ist ein Feature. Ja, ich kann ja nicht abbauen damit. Ja, sag ich doch, Feature. Kann sich wahrscheinlich nicht drauf einigen, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Flex ist. So. Puh. Okay. Hersteller.
Ich muss noch mehr produzieren hier. Ja. Null Hersteller. Okay, Produktion. Hä? Moment. Abbrechen. Ich habe hier gerade über 1000 Hersteller gehabt. Hattest. Hast du die alle schon abgezweigt? Ja, freilich. Alter. Aha. Jetzt habe ich die männliche Flex. Geht doch. So, und ich sitze schon wieder im Keller. Kellerkind. Ja, der Stuhl, der mobbt mich. Ach so im Keller. Ja, ja. Ach Gott. Ach, quietsch, ich sitze wieder. Und lecker Monster. So. Fast geschafft. Hä? Wieso habt ihr denn hier so viele kleine Reaktoren drauf? Wir hatten erst nur die kleinen Reaktoren und dann den großen dazu. Momentan arbeitet nur der große, aber der kommt schnell zur Überlast. Dafür haben wir noch die kleinen. Ja, ich muss nämlich ein paar kleine am Rand wegmachen, damit ich das hier anständig umkonstruieren kann. Da was drin? Ja, natürlich ist da was drin. Da ist überall was drin. So, mal gucken. Ja. Ne, gerade 4. Ich habe ja gerade mal 1928. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon mal losfliege. Oder doch noch ein bisschen warte. Jetzt machst du alles kaputt. Ja, so viele Thruster brauchen wir nicht, wenn wir hier die Carrier Thruster da dran kleben. Dann bin ich schon mal gespannt. Ich schwör's dir, die Dinger sind doppelt so stark wie Vanilla Thruster. Wenn du da zwei auf dieser Seite dran hast, dann fliegt das auf jeder Seite dran hast, dann fliegt das Ding wie ein Adler. Und da bin ich schon mal gespannt, ob ich schnell bin. Wow! Wow! Ach du Scheiße. Das war das Große. Wollte ich aber gar nicht. Hä? Momentchen mal hier. Wie hast denn du das Ding platziert? Sag mal. Moment. Ah ja, mein Fehler. Ich habe das Große genommen. Moment, ich weiß, wo es dran ist. Komm. Ah, hör auf zu laggen! Ich lag nirgendwo. Nee, ich meinte meins. Nein! Oh, das flieg ich wieder. Da war's Landing Gear am Arsch. Nicht nur das Landing Gear, hier liegt so einiges kaputt. Aber ich habe das Falsche benutzt, ich blöd Mann. Moment. Da musst du nämlich verdammt aufpassen, welches du nimmst. Okay. Ja, mal gucken, ob's reicht. Ich hab jetzt gerade mal 2000 Hersteller hier drinne.
Aber wir sind auch schon wieder am Folgenende. Das war's wieder für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat. Nein, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.